Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 10. Mai 2024, und unser DAX ist hier schön im Bollerwagen unterwegs gewesen am Donnerstag und hat hier den Herrentag gefeiert, wie wir es kennen, wie ich es, glaube ich, vorgestern oder gestern schon im Video erzählt hatte, mit diesem einfach Hochkletter und alle Hacken im Suff, immer nur Short gegen, zücken die Kreditkarte, laden nochmal nach, weil es ja jetzt so gut aussieht und nun endlich fällt. Und der Kerl, der feiert sich in seinem Bollerwagen und freut sich einfach wie ein Honigkuchenpferd, weil er einfach nur nach oben durchrammelt. So, wir hatten gestern verschiedene Szenarien durchgesprochen. Das eine war gewesen runter 420 und wieder hoch in die 600. Das andere war gewesen 600, rote Stundenkerze und Abflug nach unten. Er hat uns beides nicht angeboten. Er ist einfach drüber gegangen, hat einen Stundenschluss drüber gesetzt, über die 600. Und dann auch genau, wie wir es gesagt haben, wenn er durchgeht, dann geht er durch, dann läuft er einfach weiter bis in die 700 rein, 27 und rein in die nächsten Stationen. Die nächsten Stationen sind dann hier 67, 800 wäre jetzt noch, können wir vielleicht noch also Kleinfeldmarke hier hinzunehmen. Ich weiß aber nicht, ob man die im 2-Stunden-Chart unbedingt brauchen, aber 800er volle Marken ist der DAX eigentlich immer ein großer Fan von. Die sollte man schon ein bisschen, sollte man ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Ja, 18,80 fände ich dann wieder ein erstes stärkeres, einen stärkeren Widerstand, wie ähnlich vom Kaliber wie hier was waren das hier? 5,65, 600, ja. Auch wenn die natürlich jetzt nach unten nicht gezogen hat, aber von der Wertigkeit ist einfach die 8,8 oder 8,82 da oben stärker. Wie die kleinen, die wir jetzt hier dazwischen haben, ja, also wie eine 700, wie eine 720, wie eine 67. Bei einer 800 könnte man auch noch sagen, gut, okay, die kommt nah ran, aber das wäre wirklich eine kräftigere Marke. Also hier würde ich auch tatsächlich schon mal wieder einen Pfeil reinsetzen wollen, dass man sagen kann, okay, hier ist jedenfalls auch eine Reaktion zu warten, wenn er jetzt noch zum Freitag hochdrückt, könnte sich zum Beispiel ranstellen, könnte einen sehr hohen Wochenschluss auch stellen. Und dann nächste Woche mal komplett in den Rücklauf gehen, eine ganze Woche eigentlich durchschieben. Von Montag, Dienstag, Mittwoch erstmal wieder ein bisschen zurückfedern. Das sieht man ja auch sehr häufig, dass einfach bis zur letzten Minute noch gerade hochgezogen wird am Freitag. Das würde ich ihm hier fast zutrauen, ja, dass er dann oben irgendwo stehen bleibt im Bereich 8,82 und dann eben über den Montag nach unten gekickt wird und aber alle aus den Positionen rausfliegen und dass keiner mehr aushält, da drinnen zu bleiben. Dann, das ist die Erwartungshaltung für das positive Szenario, also die Bewegungs den Bewegungsspielraum nach oben. Unten können wir jetzt festhalten, dass eine 600 jetzt als Support gewertet werden darf und besonders auch hier diese 560, diese 565, ja, von oben, das alte Hoch, da einmal nochmal drauf. Ich denke, das sind gute Supports. Will er es ganz aggressiv halten, wäre schon eine 700, also wenn er zum Beispiel so ganz startet, ein bisschen schwächer rein, auf eine 700, dreht sich dann hoch, könnte es ein aggressiver Freitag werden, er wirklich dann die 18,88 schafft. Ja, wenn er sich auf einer 700, also über der 700 hält, würde ich eher Long handeln als Short handeln. Ja, geht er unter die 700, könnte man hier nochmal ein bisschen Platz lassen. Im Zweifel sogar bis zu 560. Aber wie gesagt, ich würde fast eher erwarten, der stellt sich Freitag ein bisschen höher raus und holt sich dann Montag, Dienstag einfach den Rücklauf. Ja, wenn dann gar keiner mehr mit rechnet. Das sieht man häufig, ja, dass er bis Freitag dann einfach noch durchzieht und dann erst in der kommenden Woche sich wieder anderem widmet. Und der hat jetzt hier so viel aufgeladen. Also es ist ja für ihn jetzt auch einfach, da noch Shorts rauszuhauen auf der Oberseite. Ja, vielleicht sogar noch einen kleinen Squeeze irgendwie mal anzusetzen. Das wäre hier tatsächlich naheliegend. Und deswegen würde ich fast eher noch denken, dass wir oben noch ein paar Punkte kriegen. Ich würde es aber hier dabei belassen. Ich denke, soweit klar. Gucken wir uns dann am Wochenende, haben wir auch wieder Webinar am Sonntag dann, nochmal genauer an. Zumindest die, die beim Webinar mit bei sind. Und ja, that's it. Belassen wir erstmal dabei. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.